Ich darf auch wieder alle herzlich willkommen heißen zu unserem nächsten Vortrag. Und unser Referent Erich Möchel wird uns etwas erzählen über den Etsy-Überwachungsstandard in Facebook. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist ein bisschen reißerisch getitelt, gebe ich zu, wenn ich sage Facebook-Überwachungsstandard, aber in Wirklichkeit betrifft es tatsächlich alle Netze, also alle Services, mit denen wir uns verbinden, die mit Verschlüsselung funktionieren. Wir erinnern uns, nicht zuletzt auf Druck der Öffentlichkeit hat zuerst hat es Twitter gemacht, danach kam Facebook. So während des arabischen Frühlings wurde auch auf Druck der amerikanischen Öffentlichkeit überall ein HTTPS-Zugang zu Facebook ermöglicht. Das heißt, der Browser macht die Verschlüsselung und man kommuniziert, man macht End-to-End-Verschlüsselung und kann halt nicht so einfach überwacht werden. Das war so eine der Errungenschaften des arabischen Frühlings. Großbritannien ist gerade dabei, diese Errungenschaft für den arabischen Frühling, für die ganze Europäische Union wieder zunichte zu machen. Sie verfolgen dabei Pläne, die ziemlich genau 15 Jahre alt sind, sehr gut dokumentiert sind. Und als ich ihn mit diesen neuen Entwürfen aus dem European Telecom Standards Institute konfrontierte, sagte Ross Anderson, er ist der Leiter des Cambridge Computer Security Labs, also nicht irgendeiner Institution, war dann doch relativ überrascht und hat gesagt, und wir dachten, wir hätten Ihnen das vor 13 Jahren endgültig abgeschossen. Ich habe Ihnen auch dieses schöne kleine Dokument mitgebracht und dass Sie mal sehen, was abgeht. Worum geht es da? Ganz einfach, man hat begonnen hat alles mit den, hier sehen Sie eine kleine Grafik, vielleicht, man wird es nicht lesen können, da steht Types of Services Intercepted, also was alles für Arten von Services da überwachbar werden müssen. Wie gesagt, das sind alles Services, die eigentlich mit sicherer Verschlüsselung funktionieren und vor genau dem schützen sollten. Da steht dann Third-Party-Services provided by CSP, das ist der Communication Service Provider, sprich die Telekom Austria, T-Mobile oder oder drei übers Handy, also der Internetanbieter, der vor allem mobiles Internet bietet. Und für das mobile Internet sind die Überwachungsregeln ganz besonders streng ausgelegt gewesen. Dann werden Sie gleich sehen, in was für eine interessante Situation wir da geraten sind und wer da plötzlich ganz ähnliche Interessen hat, wie sozusagen Leute, die an freier und sicherer Kommunikation interessiert sind, so wie wir hier. Das wird eine sehr, sehr interessante Konstellation. Ich habe schon sehr viele Konstellationen erlebt. Während der Crypto Wars waren wir, ohne dass wir es eigentlich geplant hätten, da ging es darum, Verschlüsselung, sichere Verschlüsselungsmethoden werden gestartet, in jeden Browser eingebaut und können überall downgeloadet werden. Das war ja lange Zeit nicht erlaubt. Wir waren relativ überrascht, als wir sahen, dass wir da plötzlich mit unserer Forderung nach Freigabe sicherer Verschlüsselungsmethoden für alle, um unsere Kommunikation fucking abzusichern, ganz einfach, genauso wie man das ja auch mit der Briefpost gemacht hat und nicht Geschäftsunterlagen per Postkarte im Postkartenformat verschickt. Ja, wir saßen mit den Banken in einem Boot. Die Banken hatten genau dasselbe Interesse wie wir. Jetzt sieht es irgendwie so aus, als hätten die Telcos ganz ähnliche Interessen wie wir und es sind immer wieder die gleichen Gegner auf der anderen Seite. Tatsächlich ist es der militärisch-elektronische Komplex, vor allem von Großbritannien und den USA,
die daher ganz einfach die Gegner sind, aus, fertig. Darüber braucht nicht diskutiert zu werden. Sie wollen uns die Möglichkeit sicherer Kommunikation vorenthalten und machen alles, um die Netze aufzubohren in ihrem Sinne zur vollständigen Kontrolle. So einfach ist das. Das sind die Gegner, die gehören nicht zu uns, sondern das ist der Feind, bitte. Und hinten dran hängen natürlich unsere Freunde mit den Uniformen, die immer schon gerne das wollen, was die Schlapphütte dürfen und haben. Die mögen sich gegenseitig untereinander so in der Regel relativ wenig, weil die einen sind Militärs und die anderen sind Cops und zwischen diesen beiden ist nicht Freundschaft gesät. Gar nicht. Sondern da herrscht große Skepsis. Die einen halten die anderen für Dilettanten und die anderen halten die einen für Sturköpfe. Der Punkt dabei ist, man wollte schon immer verhindern, dass Leute so kommunizieren über öffentliche Netze, dass sie der Inhalt ihrer Kommunikation ganz einfach vor wem auch immer verschlossen bleibt, dass das sich zwischen zwei Personen abspielt. Na, wie macht man das, wenn jeder Browser HTTPS-tauglich ist, wenn es Websites gibt, die HTTPS-Zugänge anbieten? Naja, da wird es dann schon schwierig, weil da fährst du irgendwie im Tunnel nach einer relativ kurzen Verhandlungszeit zwischen Browser und der Web-Applikation, fährst du relativ schnell durch einen gesicherten Tunnel durch, wenn das erstmal etabliert ist. Was tut man da? Verbieten kann man es nicht mehr. Das ist völlig, den Geist kriegt niemand mehr zurück in die Flasche. Die Programme sind da, das Zeug ist zum Teil schon ausprogrammiert, du kannst das überall anwenden, es kann es jeder anwenden. Und zum Teil laufen wir schon auf Kryptographie basierend, jede Menge Kryptographie basierte Prozesse so routinemäßig, zum Beispiel auf Smartphones, bei gewissen Anwendungen. Also es ist vollkommen unmöglich, das wieder aus der Welt zu schaffen. Wie kommt man dann doch dran? Die Methode selber ist auch werden alle Regeln befolgt, eigentlich nicht knackbar. Mit Schlüsselaustausch und Dings. Naja, man hat sich halt was Neues einfallen lassen und da hilft leider den Überwachern, helfen die völlig überzogenen Regeln, die in den 90er Jahren für Mobiltelefonie aufgestellt wurden. Betreiber von Mobiltelefonen haben die, also bei weitem von Mobilfunknetzen, vor allem mobilen Datenzugängen, haben bei weitem die meisten Auflagen zur Datenspeicherung und was sie alles im Zweifelsfall bereithalten müssen, wenn ein Durchsuchungsbefehl kommt. Unter anderem haben sie die Auflage, wenn sie Verschlüsselungsmethoden anbieten an ihre Kunden, dass sie die verwenden, dann haben sie im Falle einer Überwachungsanordnung für den entsprechenden Anschluss die Daten des Kunden, die Kommunikationen, in Klartext zu liefern. Das steht in den allerersten ETSI-Dokumenten schon drinnen. Warum war das so? Diese Regeln wurden zu Beginn der GSM-Telefonie gemacht. Was wurde da verschlüsselt? In erster Linie gab es einen wichtigen Verschlüsselungsvorgang. Der funktioniert auf der letzten Meile. Also wenn das Handy mit dem nächstgelegenen Funkmast, mit der Luftschnittstelle, wie es heißt, Verbindung aufnimmt, also wenn es sich einbucht bei einer Funkzelle, dann wird da hin und her verhandelt, die Funkzelle sagt dann, ich kann diesen und diesen, diese Verschlüsselung, was kannst du? Und dann nehmen sie eine und dann wird das verschlüsselt, dass nicht jeder mit einem Funkscanner, so wie ich, in der Funkzelle sitzen kann daneben und da einfach mitlauschen, wie alle, was telefoniert in der Funkzelle. Oder die Daten mitsniffen. Dafür wurde diese verschlüsselt, nicht für Daten, sondern nur, dass es nicht mitschneidbar ist. Dafür wurde Verschlüsselung eingeführt und die findet in erster Linie praktisch nur da auf die letzten 100 Meter
bis zum, vom Endgerät bis zum Access Point, also bis zum Funkmasten statt. Dahinter spielt Verschlüsselung keine Rolle mehr, weil dann ist es eh im internen Netz des Betreibers. Die Cops wollten sich nur davor absichern, dass der Betreiber sagt, ja bitte, da habt ihr das Telefonat und spürt dann auf die Überwachungsschnittstelle das verschlüsselte Telefonat drauf, mit dem sie nichts anfangen könnten. Also steht alles, wo sie Verschlüsselung gestatten, müssen sie wieder aufdröseln. Daraus leitet man im Etsy jetzt ab Folgendes. Nachdem die Zugangsanbieter, also die Provider, und hier hast du es, Third-Party-Services anbieten, sprich über deinen mobilen Internetzugang kannst du HTTPS Facebook machen. Du kannst auch andere Verschlüsselungsmethoden verwenden, also anderes, aber darum geht's. Und daraus wird abgeleitet, weil der Provider Verschlüsselung anbietet, muss er das auch unverschlüsselt bereitstellen können. Beim momentanen Stand der Dinge darf das ein Provider eigentlich nicht können. Wenn jemand seinen Browser auf sicher einstellt und auf einer sicheren Webseite einloggt, dann darf der Provider eigentlich gar nicht sehen können, was da läuft, weil er sonst bereits etwas manipuliert hätte am Ganzen, an der Sicherheit. Er hätte in den Verschlüsselungsvorgang eingegriffen. Na, jetzt wollen Sie Ihnen das vorschreiben, dass Sie in Ihrem Netz so eine Art, dass sie mitspielen beim Ganzen, und das betrifft vor allem den Schlüsselaustausch zu Beginn einer verschlüsselten Kommunikation. Begonnen hatte das Ganze mit den Blackberries. Also das allererste, was sie angingen, die Blackberries kennen Sie ja, frühestes Smartphone ever, haben eine Möglichkeit, untereinander verschlüsselten Chat durchzuführen. Die können das. Die handeln sich einen Session Key aus und verschlüsseln dann im Netz des Mobilfunkbetreibers, anders als SMS, die ja im Klartext mitgesnifft werden. Die werden ja nicht einmal verkehrsdatenmäßig behandelt, sondern die SMS werden Volltext in die Datenbank geschoben und dann wird halt deklariert, der Inhalt darf nicht zugegriffen werden. Naja, ist ja weit billiger, als du baust da einen aufwendigen Filtermechanismus, der die SMS analysiert und da dann den Text wegschmeißt, ja, und dann noch irgendwelche Timestamps drauf macht. Das wären die Anforderungen. Die räumen sie also ganz in die Datenbanken, die brauchen ja keinen Platz. Ja, bei BlackBerry Chat geht das natürlich nicht, weil die untereinander einen Session Key ausgehandelt haben und verschlüsselt kommunizieren. Naja, ich weiß nicht, ob sich jemand noch, die Zeiten verändern sich ja relativ schnell, daran erinnert, was letzten Sommer in London los war. Da hat es gebrannt, aber ordentlich. Und da ist die Polizei zeitweise nicht mehr nachgekommen mit den vielen Konfliktpunkten, die sich da in einer einzigen Nacht eröffnet hat. Und da haben BlackBerrys eine ganz große Rolle gespielt. Und zwar, BlackBerrys sind in Großbritannien nicht wie bei uns, was sie mal waren, so Chefpartie, jeder hat einen BlackBerry. Die BlackBerrys haben in Großbritannien einen Marktanteil von über 30% bei den Smartphones. Also da haben viele, das sind ganz viele Leute. Und da sind sie immer angestanden, wenn die da angefangen haben, diese BlackBerry-Verschlüsselung zu aktivieren. Es ist nicht der Standard-BlackBerry-Chat, sondern es gibt zwei. Und einer ist eben der sichere und der andere, der ist nicht wirklich sicher, weil der hat einen einzigen Generalschlüssel, der für alle gilt. Also das ist mehr eine Kodierung als eine Verschlüsselung, eine Verschleierung eher. Naja,
Herr Blair, jetzt sage ich schon Blair, diese Figuren sind ja total zum Verwechseln, Camerons und Blairs und so, die machen alle dieselbe Politik, auch wenn sie formal zu anderen politischen Parteien gehören. Ja, der Herr Cameron ist vor die Kameras getreten und hat zuerst Twitter gedroht, dann hat er Facebook gedroht, beide hatte die PS-Verschlüsselung, gell? Und er hat BlackBerry, der hat RIM gedroht, den BlackBerry-Herstellern, wenn ihre Geräte dazu benutzt werden, um Aufstände anzuzetteln, werden die Zugänge gesperrt werden. Hallo? War das Ägypten? Nein, London. Europäische Union. Ungestraft, ja? Wird so etwas gesagt und auch gemacht. Und wie es der Zufall haben will, sind im Jänner 2012 die allerersten Dokumente im ETSI erstellt worden zur Cloud-Überwachung der Cloud. Was versteht man unter Cloud? Facebook und Twitter. Alles, was irgendwie mit entfernter Speicherung zu tun hat, ist Cloud. Und da gibt es jetzt deswegen neue Kriterien, weil die Cloud, jetzt müssen wir neu überwachen. Und das Ganze, ich zeige es Ihnen jetzt mal auf einem Diagramm und sage ungefähr dazu, wie es geht. Es ist ein relativ einfacher Trick, mit dem Sie es machen. Hier sehen Sie zwei Handys und die da machen untereinander, die etablieren sich gerade einen Session Key. Die handeln sich gerade einen Schlüssel aus, mit dem sie kommunizieren werden. Und damit müssten eigentlich alle Dritten aus dieser Kommunikation ausgesperrt sein. Ja, so wie sie es machen, nicht. Es muss nur der Mobilfunkprovider mitspielen und der, wir erinnern uns, sämtliche Services, die er verschlüsselt anbietet, muss er für Überwachungszwecke auch im Klartext bereitstellen. Merken Sie sich das gut, weil das hat eine gravierende wirtschaftliche Auswirkung. Aber dazu komme ich gleich. Und dann verrate ich Ihnen auch, wer unsere neuen, nur sehr temporären Verbündeten sind. Diesmal, in solchen Fällen gibt es nie Dauerbündnisse. Man ist immer mit jemandem anderen. Wenn man für Freiheit und Nichtüberwachung eintritt, ist man interessanterweise immer mit ganz temporär, mit ganz verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in einer temporären Allianz, die nur so lange hält, solange diese Bedrohung anhält, weil man die gleichen Interessen hat. Wir hatten die gleichen Interessen damals wie die Banken. Die Banken wollten unbedingt Filialen zusperren können und den Kunden dazu bringen, dass er alles mit dem Browser selbst macht. Dazu brauchten sie Verschlüsselung. Wir haben gesagt, wir brauchen Verschlüsselung, um unsere Bürgerrechte zu schützen. Ja, der Zweck war wurscht. Das Ziel war, wir brauchen Verschlüsselung. Das war die damalige Allianz. Danach war diese Allianz verschwunden, weil es war durchgesetzt und es haben sich inzwischen dann neue Allianzen ergeben. Jo, sie machen Folgendes. Die Kiste, die Sie da oben sehen, Sie sehen, das ist das ist das Netzwerkzentrum des jeweiligen Mobilfunkprovider und da steht eine Kiste, die heißt KMS. Das ist der Key Management Server. Der steht dort und der, ich will es jetzt nicht zu spezifisch machen, weil es sind mehrere technische Umsetzungen möglich. Aber in der Regel wird es so ausschauen, dass auf diesem Key Management Server die Original-Secret-Keys für jedes Gerät liegen. Auf einem Ort des Servers, wo eigentlich der Provider nicht wirklich dran kann, direkt. Also er kann nicht direkt eingreifen, aber er kann es indirekt setzen, indem er die Parameter ändert. Na, das schaut so aus. Jedes von diesen beiden Handys kriegt entweder direkt, während Sie anfangen zu verschlüsseln, vom Key-Server so eine Art Ableger von Ihrem eigenen geheimen Schlüssel, Sie nennen das Secret, das ist
gekoppelt mit einem Zufall, man nennt das Random Seed, also mit einem, mit Zufallsdaten, damit es nicht so einfach abgefangen werden kann und sozusagen aufgedröselt werden kann. Das heißt, das kommt alles vom Key Management Server. Das Ding ist so ganz einfach. In dem Moment, wo das Ding, das ADMF heißt, sieht, bemerkt, dass da jemand beginnt, einen Session Key, also einen nur für diese Sitzung gültigen Schlüssel zu generieren, na, hüpft ja schon rein, ja, und sagt Hallo Alarm, dann wird der Verkehr umgeroutet im Netzwerk, dort wo Verschlüsselung rennt, und dann wird der Sitzungsschlüssel irgendwie re-engineert, sie kommen drauf, sie kriegen den Sitzungsschlüssel raus, weil sie haben ein paar einzelne Informationen selbst über beide Handys, und ich kürze ein bisschen ab, in Wirklichkeit ist es etwas komplizierter, in Wirklichkeit ist das zufällige Element, was jeder temporäre Schlüssel, der da ausgeschickt wird, für diese Sitzung jetzt schnell zu generieren, das ist nicht zufällig, sondern total berechenbar. Dadurch kann man den einen Teil des Session Keys eines Benutzers rekonstruieren und hat damit die gesamte Konversation, weil der notwendig ist, um mit dem anderen Schlüssel, so einen temporären Schlüssel jetzt nur für diese Konversation zu machen. Das heißt, sie haben den gesamten Sicherheitsmechanismus des Schlüsselaustauschs, sind die dabei zu kompromittieren. Das bedeutet, wenn die mal damit beginnen, ist keine HTTPS-Verbindung mehr, die über so einen Provider geht, als sicher anzusehen, weil die Verschlüsselung ganz einfach nicht sicher ist und weil da drinnen ein Mechanismus waltet, der extra dazu da ist, diese Absicherung wieder rückgängig zu machen. Was das zu bedeuten hat, rein technisch für den Alltag und vor allem fürs Business, fürs Geschäft, das ist nicht wirklich abzuschätzen. Damit ist das System manipulierbar. Damit ist es eigentlich für wirtschaftliche Anwendungen absolut ungeeignet und müsste vom Security-Mann der jeweiligen Firma einfach verboten werden, dass das benutzt wird, da es nicht als sicher anzusehen ist, wenn es eine Hintertür eingebaut hat. Und das ist eine Art Hintertür, indem man sagt, okay, wir machen es nicht wie früher, du musst deinen Schlüssel hinterlegen und bei einer staatlichen Datenbank, naja, dann weiß man eh schon, was passiert. In dem Fall gehen sie sozusagen quer in den Prozess hinein und sagen, wir müssen ja, es ist uns ja irgendwie auferlegt, und es ist ja im Gesetz, dass jeder Mobilfunkprovider Verschlüsselung, die er anbietet, auch wieder knacken können muss. Das steht drinnen. Das heißt, auch der Gebrauchswert der neuen drahtlosen Mobilfunknetze für die Wirtschaft und für die Industrie wird sich drastisch verringern. Einfach aus dem Grund, weil man sagt, das ist unternehmenswichtige Information und für die gelten die und die und die, die Regeln. Naja, dann schaust du dir die Regeln an und dann weißt du, dass du das nicht mehr benutzen darfst dafür. Ganz einfach. Ganz einfach. Haben Sie schon ein bisschen, hat schon irgendwer eine Ahnung, wer da so ähnliche Interessen haben könnte wie wir, wo wir doch für sichere, verschlüsselte und Kommunikation sind? Hat schon wer eine Idee?
Die erst in zweiter Linie, in allererster Linie, die Telekom Austria und alle anderen Mobilfunkprovider haben dieselben Interessen wie wir in dieser Angelegenheit. Und jetzt zeige ich Ihnen warum. Die haben nämlich gerade still und heimlich etwas fast fertig gemacht und der Rollout steht schon ganz kurz bevor. Das ist dieses System ebenfalls im ETSI standardisiert. Momentel, das muss ich erst rausklamüsern. Na, das war es nicht. Auch nicht. Klar, Moment. Da ist es. Sehen Sie, so über die Jahre haben sich ziemlich viel technischen Dokumente alle aus dem ETSI angesammelt und die sind alle über Überwachung, alle ausnahmslos, es sind ein paar hundert. So, na, schauen Sie mal jetzt hier, was Sie da haben. Sagt das jemandem etwas? UICC? Universal Integrated Circuit Card, auch bekannt als SIM-Karte. Ja, die neuen SIM-Karten sind standardisiert, es ist alles längst fertig. Das hat hat die Kartenpartie im European Telecom Standards Institute gemacht. Nur ein Wort dazu zu dem ETSI. Das ist keine offizielle EU-Institution. Das ist überhaupt keine offizielle Institution. Das ist ganz einfach ein privater Verein, der von der Telekom-Industrie bezahlt wird und finanziert wird, wo sie ihre eigenen Standards, in dem Fall den GSM-Standard, den UMTS-Standard, also sie haben relativ erfolgreiche Arbeit geleistet. Ich will sagen, vernichtend erfolgreiche Arbeit, weil sie haben 85% Weltmarktanteil. Das spricht schon für diesen Standard. Sie haben das amerikanische CDMA und das japanische Docomo-System einfach platt gemacht. Die spielen keine Rolle in der Mobilkommunikation mehr. Die haben irgendwie ein paar zerquetschte Marktanteile. Das heißt, die haben schon irgendwie ganze Arbeit geleistet bei ihrer Standardisierungsarbeit, was ja nicht ganz einfach ist, wenn man für so viele Staaten und für so viele Anbieter einheitliche Standards machen will. Naja, die Telekoms sind in welcher Lage jetzt? Ich rede jetzt Telekoms, Mobilfunker, also die Circuit-Switched-Partie, wie man sagt. Die sind in folgender Lage. Die machen ein Rollout jetzt nach dem anderen, immer breiteres Breitband, schnelleres Breitband, ja, aber blöderweise zeigen sich die Umsätze total unbeeindruckt davon. Das Average Revenue per User oder auch ARPU genannt, das ist das Mantra der Telekom-Branche. Was ist ein ARPU? Also, wie viel Durchschnittsumsatz machst du mit einem Kunden? Das ist eine Kernzahl der Branche. Wie hoch ist das ARPU? Also wie viel Umsatz macht er pro Kunde durchschnittlich im Monat? Nach sowas, das sind solche, diese Zahl spielt zum Beispiel eine ganz große Rolle in der Übernahme von des Mobilfunkers Orange durch den Mobilfunker 3. Wenn man das natürlich wissen will, wie viele Umsätze kommen. Das heißt, die Telcos machen mit ihrem Infrastrukturgeschäft im Moment. Die Umsätze gehen runter, der Wettbewerb ist stark, das ARPU sinkt seit Jahren. Schauen Sie sich bitte an, die Handyverträge, die angeboten werden, dann schauen Sie, was das für ein Durchschnittsumsatz pro Kunde wird, wenn du um 9 Euro Breitbandzugang hast über einen Stick. Naja, da wirst du nicht rasend total reich werden damit und noch dazu ist die Tendenz sinkend. Das ist eine Commodity, das hat man.
das gibt's, das brauchen wir und das haben wir und ja, Breitband brauchen wir auch noch, ja, ja, das haben wir schon. So ungefähr wird das abgehandelt. Ja, womit sollen die Geld machen? Dass sie mit eigenen Services, die aufziehen, Geld machen, das schminken sie sich jetzt schön langsam ab, nachdem es 15 Jahre nicht funktioniert hat. Also sprich, wir machen unseren eigenen Musikdienst und bla und bla und bla. Das ist nur bei Apple noch gegangen, aber das ist tot, ja, das ist aus. Die Leute haben schon ihre Angewohnheiten und die Leute wollen ins Netz und nicht Musik bei der Telekom kaufen. Ja. Tja, mit was verdienen wir Geld dann im Telekom-Sektor? Wenn die Preise sinken und im Servicebereich kennen wir nicht. Sie wollten ja sogar Fernsehservices aufziehen, die Telekom Austria vor ein paar Jahren nach der Dotcom-Blase und dann sonst draufkommen, dass sie halt keinen Tau haben von Fernsehproduktion und Studios und. Ja. Also nicht ihr Geschäft. Und mit zugemieteten Partien hat das halt nicht funktioniert. Und dann sind sie draufgekommen, ja, wir sind eigentlich eine Infrastrukturanbieter, aber die zahlen nichts für die Infrastruktur. Und was können wir denn Infrastruktur da machen? Ja, jetzt sind sie wieder auf Infrastruktur. Vorher haben sie gesagt, wir wären eine Serviceplattform. Das ist nicht gegangen, jetzt sind sie wieder Infrastruktur. Ja, das schaut so aus. Payment, Bezahlsysteme. Und dafür haben sie die neue SIM-Card konstruiert. Und da kommen wir jetzt hin, was diese intelligenten Plattformen können. Wir reden hier vom Mobilfunkbetreiber, die sind wozu verpflichtet? Richtig, verschlüsselte Kommunikationen ihrer Kunden nachträglich bei Anfrage durch die gesetzlich ermächtigten Behörden zur Verfügung zu stellen. Und da haben sie eben diese schöne Smartcards-Plattform aufgestellt, da geht es über die Arbeitsgruppen, das ist die Multi-Applikations-Plattform, da sehen Sie schon links USIM, das ist die neue SIM. Die SIM-Funktion, wie gesagt, das ist nicht mehr Karte, das sind alles nur Funktionen auf ein und derselben Speicherkarte drauf. Die neue SIM, was haben wir da? Public Transport, was heißt das? Was wollen die mit Public Transport? Nee, die wollen das Handy als Bezahlsystem für die Fahrkarten, was die Telekom Austria eh schon seit 3 Jahren testet, mit sogenannter Near-Field Communication. Also ein Nahverkehrschip, den hältst du dran und dann hast du das funktioniert nichts als eine elektronische Geldbörsen. Und dann haben wir Payment, E-Health und Machine-to-Machine, M2M hinten und ID. Sprich, die neue SIM-Card ist so angelegt, ich will Ihnen zuerst einmal nur in Erinnerung rufen, was SIM heißt. Subscriber Identity Module. Also, die SIM-Card ist der Ausweis, mit dem sich der Kunde gegenüber dem Netzbetreiber als Kunde ausweist, mit einer bestimmten IMSI-Nummer, mit einer Kundennummer und mit allem. Es ist in Wirklichkeit ist die SIM-Card ein Ausweis gegenüber dem Netzbetreiber. Dieses Handy darf in diesem Netz telefonieren. Du kriegst ein Signal. Du kriegst Zugang. Tja, das haben sie vor. Und wo wollen sie das betreiben? Ja, natürlich in Mobilfunknetzen, für die eine nun schon zu oft wiederholte Regel gilt, eine Verpflichtung gilt. Sämtliche Funktionen, alle Funktionen, die nur möglich sind, werden auf diese neue Karte ausgelagert. Sprich, auch wenn es vorher schon so in Ansätzen war, aber auf dieser Karte rennt in Wirklichkeit ein Mini-PC mit einem kleinen Betriebssystem, Java-basiert. Das heißt, da gibt es Speicherelemente drauf für den Mini-PC.
Die Karte selber kann TCP/IP, also versteht das Internetprotokoll, das braucht das Smartphone nicht dazu. Ja? Nicht direkt. Das braucht nur die Antenne vom Smartphone, wird benutzt, dass sie im Netz kommunizieren kann. Also es ist die Smartcard, die neue SIM-Card, die benutzt eigentlich nur die Peripherie des Handys für diese Sachen. Es ist ein eigener Crypto-Stack drauf, das heißt, die Karte hat ein eigenes Verschlüsselungssystem drauf, das dann wohl irgendwo etwas anderes auch am Smartphone ansteuert, aber der Punkt dabei ist, die Karte kann das ohne das Smartphone über das Netz des Providers, weil die neuen SIM-Cards sind fernprogrammierbar durch den Provider. Wenn du eine neue Funktion auf diese neue SIM-Card übertragen willst, brauchst du nicht wie früher dem Kunden eine neue Karte schicken, sondern der Kunde geht zum Mobilfunkbetreiber und sagt, schalten Sie mir diesen Service oder ruft an, schalten Sie mir diesen Service auf der SIM frei. Ja? Ich will digitale Signatur machen. Und das werden die machen können. Erinnert sich noch jemand an die Bürgerkarte? Ja, ich merke Heiterkeit. An sich ist so eine Funktion, dass man eine digitale Unterschrift irgendwo setzen kann, wäre eigentlich gebraucht, würde man gut brauchen können, wenn sie denn sicher ist. Erstens muss man dann nicht für jeden Service neue Passwörter und Zugänge haben, sondern kann ganz einfach mit einer sicheren digitalen Signatur dort einloggen, was bei Amtswege oder bei Banktransaktionen absoluten Sinn macht. Das macht absolut Sinn. Wofür man es nicht nutzen soll oder will, das ist abzuwägen, aber es ist auf keinen Fall so, dass man generell eine digitale Signatur ablehnt, weil man ja was damit machen könnte. Das kann man eh mit Passwörtern auch. Nicht? Punkt dabei ist, eine SIM-Card kann auch nachträglich, das muss man sich vorstellen, du kaufst dir in irgendein iPhone oder irgend so ein anderes Klumpert und hast die bezahlt und hast eine freie SIM drauf. Also das Ding ist nicht gesperrt für ein Netz, oder beziehungsweise nicht für ein, kann nur in diesem Netz verwendet werden. Es ist frei, weil du das selber gekauft hast und nicht subventioniert hast. Na? Normalerweise ist für den Mobilfunkbetreiber dann der Ofen aus, wenn die SIM-Card schon beim Benutzer ist. Hier kannst du sagen, ich nehme mir jetzt einen Account bei 3 und der kommt in eins der freien, dafür vorgesehenen Felder der SIM-Card. Das hat auch die EU so in die Anforderungen reingeschrieben, weil dadurch kann der Kunde natürlich schneller wechseln und es ist mehr Wettbewerb. Und wenn es dann nur dazu auf der SIM nachträglich einfach einen neuen Zugang festlegen kannst, durch Fernadministration, das haben sie schon fertig, das heißt Over-the-Air-Architecture, und dann haben sie eine Public-Key-Infrastruktur zum Schlüsselaustausch, das ist bei den meisten schon fertig. Es fehlt nur mehr die SIM-Card in den neuen Handys und dann geht das. Tja, es hat nur einen gewaltigen Haken. Die Plattform, auf der die das machen wollen, für die gilt eine Prämisse. Der Satz, den ich schon den ganzen Tag heute, schon den ganzen Vortrag lang sage. Eine Prämisse, die für Banken nicht gilt. Sie müssen die Kommunikationen ihrer Kunden auf Verlangen der Polizei unverschlüsselt offenlegen. Das ist ein ziemlicher Widerspruch zu einer sicheren Zahlungsplattform und zu einer sicheren digitalen Signatur und ist dazu geeignet, das komplette Projekt beim Rollout umzubringen, weil wenn du das vorher weißt, Finger weg davon, mit diesem Dreck werde ich niemals irgendwas signieren, wenn vorgeschrieben wird, ich muss das unverschlüsselt, das geht auch unverschlüsselt wohin. Das heißt, ich weiß, dass Backdoors drinnen sind.
drinnen sein müssen. Und das ist die jetzige Konstellation. Die Telekoms müssen in das Geschäft, weil sie Umsätze machen, Umsätze steigern müssen. Im Moment sinken die überall. Sie müssen dieses Geschäft unbedingt machen können. Das wird aber nur akzeptiert werden, wenn es sicher ist. Nur da werden gerade die Standards gemacht, dass es absolut aufgebohrt wird für Zwecke der Polizei. Es gibt Fragen dazu, mit welchem Industriezweig wir in der nächsten Zeit eine sehr interessante und freundschaftliche Gesprächsbasis haben werden. Gibt es sonstige Fragen? Ansonsten bedanke ich mich mal für die große Geduld. Ja, ich habe keine Frage, sondern eine kleine Anmerkung. Du hast zu Recht den Cameron kritisiert, weil der quasi einen Kill-Switch machen wollte oder das vorgeschlagen hat bei den Riots. Weil jetzt noch viele NGOs und auch viele politische Aktivisten da sind, wir haben da schon noch viel zu tun, weil der Guardian hat eine Umfrage gemacht unter Briten und 2/3 der Briten unterstützen den Cameron mit dieser Idee. Ich sage es nur. Also da haben wir aber noch viel zu tun, das gibt es zu erklären, weil eine Mehrheit der Bevölkerung, zumindest Großbritanniens, findet das sogar eine gute Idee, leider. Gibt es sonst noch Fragen? Dann, da oben ist eine. Danke, vielen Dank für das Wort, ganz kurze Frage. Sehr dank für diese Verpflichtung, die Sie heute ganz lange erwähnt haben. Danke, dass Sie wirklich so den ganzen Tag erwähnt haben und ganz auf den Übergang zu England nicht verstanden. Kommt die Verpflichtung aus England oder hat er das überhaupt nicht miteinander zu tun? Das hat schon damit zu tun, das Ganze kann ich. Ja, da kann ich dieses eine schöne Dokument Ihnen noch zeigen. Dann finden wir das, wo es die Verpflichtung gab. Mein Freund Ross Anderson sagte mir, ja, das haben wir vor 13 Jahren zum Teufel gehaut und jetzt ist das wieder da, jetzt fangen die schon wieder damit an und jetzt auf die Tour. Und dann habe ich mal nachgeschaut in meinem Archiv und habe nachgesehen und siehe da, hat man das PDF müsste es sein. Na, kleinen Moment noch. Sehen Sie, wie weit wir zurückgehen? 1997. Na, warum sieht man da nichts? Da. Ich versuche nur den Titel irgendwie reinzukriegen, aber das. Jetzt Moment. Na wurscht, ich zeige Ihnen ein Inhaltsverzeichnis. TTP sind Trusted Third Parties. Das ist ein Dokument, da wollten Sie, 1997, Verschlüsselung war damals noch nicht in die Browser integriert. Was da integriert war, das war 40-Bit-Verschlüsselung. Also die NSA hat dafür gebraucht ein Zehntausendstel Sekunde für 40-Bit, das ist nichts. Ja. Ja, dann da hieß es, die Banken sagten, wir brauchen sichere Verschlüsselung, wir können nicht unsere Filialen zusperren und wir müssen unbedingt 10% Leute raushauen und die Leute, wir brauchen Online-Banking. Das war ein riesiger Rationalisierungsschub im Bankwesen, dieses Online-Banking. Ja. Schauen Sie, wie viele Filialen es weniger gibt seitdem. Die haben ordentlich profitiert davon. Und und Trusted Third Parties, das war das Konzept von damals. Jeder kriegt einen Verschlüsselungsschlüssel und hinterlegt ihn bei einer Schlüsselaufbewahrungsstelle seines Vertrauens, die natürlich staatlicher Natur ist. Und im Fall des Falles, dass ein Durchsuchungsbefehl kommt oder Anklage gegen jemanden erhoben wird, dann rücken die den Schlüssel raus. Deinen Schlüssel.
das war den Banken nicht wirklich recht, weil es der eigenen Bank-Security schon mal krass widerspricht, dass man Elemente, die für die eigenen Geschäftsprozesse total wichtig sind, in Hände des Staats legt. Da wendet sich jeder mit Grausen, der in der Wirtschaft tätig ist. Naja, und das wollte man einführen, dieses Dokument. Ich weiß von diesem Dokument, wer der Autor ist und woher er stammt. Der Autor heißt Rupert Thorogood und er ist vom General Communication, Government Communication Headquarters, also vom Militärgeheimdienst Großbritanniens. Der hat jahrelang in dieser Arbeitsgruppe sein Unwesen getrieben. Das ist ein versuchter ETSI-Standard von 1997, aus dem ist aber nie etwas geworden. Noch weitere Fragen? Ich hätte noch eine Frage zu den UICC-Modulen. Nachdem das praktisch virtuelle SIM-Karten unterstützt, wird es meiner Meinung nach auf der Hand liegen, dass man das gleich in die Hardware integriert. Das heißt, im Endeffekt kann ein Netzwerkanbieter, also ein Netzprovider dann, indem man das Modul umprogrammieren kann, komplett über das Gerät verfügen. Ist das im Standard drinnen oder ist das nur... Das kann ich dir auf Anhieb nicht sagen. So tief bin ich nicht rein, wie man es genau umsetzt. Aber sie ist definitiv fernumprogrammierbar. Es gibt nur Teile der Karte, sind irgendwie, dort kann der Provider nicht drauf, weil das ist der Speicherplatz des Kunden. Und ja, auch die Adressbücher, also die Telefonbücher und die Konfigurationseinstellungen des Handys landen auf der SIM-Card drauf. Das Ziel dabei ist ganz einfach, dass es einfacher wird, auf ein anderes Gerät zu wechseln. Du nimmst deine Daten ganz einfach mit und du hast dann nicht das Problem, wie übertrage ich denn jetzt mein Android-Telefonbuch auf das iPhone und da brauche ich so ein Programm, das das umnudelt. Das ist alles nicht, das ist standardisiert, sondern das kommt dann von der SIM-Card. Das gefällt natürlich auch den Hardware-Herstellern, weil alle Umfragen sagen, dass die Kunden eigentlich lieber noch schneller ein neues Handy hätten, als nur alle 2 Jahre. Das ist tatsächlich eine Mehrheit von Leuten, die so denkt. Und das freut natürlich die Smartphone-Hersteller. Schauen Sie sich doch bitte an, die Leute mit ihren Smartphones. Sie lieben die Smartphones. Das ist fast so ein Fetisch, fast wie ein Auto. Alle rennen herum den ganzen Tag nur Smartphone und Wisch, Wisch, Wisch. Ja? Das ist die Generation der Wischer. Echt? Ich glaube, die erste Diskussion müssen wir dann nach draußen planen. Weil das Paper, den wir um 18 Uhr, das ganz pünktlich. Gerne. Deswegen schauen wir jetzt, dass wir die Zeit einholen. Das schaffen wir auch, weil Einforderung ist ausgefallen, die digitale Grundversorgung.